Facebook Guys, Moneras, Dineras, Kishas. Ja, die Chance überhaupt. Ja, natürlich wieder ein riesiges Tohuwabohu. Und wir schauen uns hier gleich mal, wir springen hier gleich mal direkt rein, weil Facebook würden wir natürlich, wenn wir nachkaufen oder kaufen überhaupt und was auch grundsätzlich betrachten, nur langfristig. Das heißt, wir gehen hier mal auf den Jahres. Average, ja, manche nehmen auch gerne den 220er, weil sie irgendwie das Jahr anders zählen, keine Ahnung, mit 220 Tagen. Da können wir auch gerne machen, es ist sozusagen noch ein bisschen tiefer das Ganze. Ich gehe hier mal auf 200 und manche machen auch 180, aus welchen Gründen auch immer, weil sie meinen, sie haben irgendwie ein Special Advantage. Habe ich alles in YouTube mal nachgesehen. Also, wir sehen hier natürlich ein sehr gutes Signal, dass wir sozusagen nicht unter die 200-Tageslinie gelaufen sind. Ja. Und selbst wenn wir unter die 200-Tageslinie oder sagen wir mal, wir sind nämlich schon hier in der Vergangenheit, ich verweise auf einige Videos zum Facebook-Aktie, immer mal wieder auf die 200-Tageslinie, kurz darunter, aber immer so um die 200-Tageslinie. Wir sind eigentlich nie wirklich drastisch tiefer als die 200-Tageslinie. Wir hatten auch. Ich glaube, die einzigste Ausnahme war natürlich die Corona-Krise. Aber ansonsten hatten wir immer wieder diese kleinen Zwischenfälle. Ne? Also Datenschutzthema hier, Facebook muss Strafe zahlen, bla 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 bla. Also der Aufwärtstrend von der Facebook-Aktie kann ich euch verraten. Der wird auch noch ein bisschen weitergehen, denn Facebook baut ja immer noch sehr, sehr stark an seiner eigenen Bitcoin-Währung. Ja? Und das Thema ist ja noch nicht gestrichen, also da kommt noch einiges auf uns zu, so dass man letztendlich und auch Shopping und Erlebnis und so weiter. Das heißt, dass man innerhalb des Facebook-Universums dann auch gleichzeitig shoppen kann und dann noch mit der eigenen Währung bezahlen und so weiter. Also die haben noch einiges vor. Und von daher sehe ich jetzt hier mich gezwungen, genötigt, ja, meinen Sparplan ein bisschen umzuschichten. Das heißt, da wo ich ursprünglich 300 € Sparplan hatte bei irgendeiner Softwareaktie oder so, gar GK Software oder sowas, werde ich ein bisschen reduzieren und einfach um 100 € oder so dafür bei der Facebook-Sparplan eben erhöhen. Das sind so kleine Nuancen, wo du sozusagen langfristig nochmal, sagen wir mal, vielleicht nochmal diese, ja, ein bisschen noch ein paar Prozent, der jeder Punkt zählt, habe ich mir letztens sagen lassen von Florian im Video, ja, nochmal ein bisschen verbessern. Ne?